Moin Leute, am 22.02. ist es soweit, die neuen Hafensängers sind am Start. In den letzten 3 Jahren ist viel passiert, wir haben 2 EPs rausgebracht, die Hafensängers EP 1 und 2. Die erste haben wir aufgenommen bei Olli Liebe und die zweite haben wir aufgenommen bei Daniel Pries. Und man hat ja schon von der ersten zur zweiten EP gesehen, dass der Stil leicht geändert hat. Und mit unseren 9 Songs, die wir jetzt bei Klanggeist, bei Sören aufgenommen haben, haben wir da noch einen draufgesetzt. Also es ist noch schneller geworden, etwas härter und auf jeden Fall noch viel, viel kompromissloser und ehrlicher als vorher. Da könnt ihr auf jeden Fall drauf gespannt sein. Wir sind sehr stolz drauf, was wir da gemacht haben. Wir waren in den letzten 3 Jahren viel unterwegs und haben bei den ganzen Live-Shows immer gemerkt, egal ob es große oder kleine Shows waren, wir haben immer gemerkt, dass uns die schnellen, etwas härteren Songs einfach mehr Spaß machen und dass die live super funktionieren. Und dann haben wir uns halt gesagt, ja, wir gehen weiter in die Richtung und versuchen das noch weiter auszubauen. Und ich denke, das ist uns super gelungen. Wir hatten auf jeden Fall einen langen Weg bis dahin und einen schönen Weg, muss man sagen. Wir haben viele neue Leute kennengelernt, viele neue Bands. Die könnt ihr übrigens bei uns auf dem Spotify-Profil und unserer Spotify-Playlist abchecken. Die updaten wir regelmäßig. Da sind wir alle Bands, mit denen wir gespielt haben, drin. Und ja, am 22.02. geht's los. Abonniert alle unsere Kanäle, Spotify, YouTube, Instagram, Facebook. Dann seid ihr auf dem Laufenden und dann verpasst ihr auch die, seid ihr auf dem Laufenden. Laufenden. Und alles war so neu und so.